Ich bin total froh, wo ich jetzt bin. Ich glaube, das war eine lange Reise, aber ich glaube, die ist auch noch nicht zu Ende. Ja, herzlich willkommen zurück bei Inside the Team. Ein halbes Jahr hat es jetzt gebraucht, aber jetzt sind wir wieder zurück. Und als Premierengast haben wir Lukas Meissner heute da. Moin, Luki. Moin. So, die erste Hälfte der Saison ist rum. Im Eurocup haben wir die Hinrunde abgeschlossen, sind in die Rückrunde gestartet und auch in der BBL ist die Hälfte der Saison vorbei. Hattest du bisher einen Lieblingsgegner, wo dir das Spielen mit den Towers am meisten Spaß gemacht hat? Ich glaube, so relativ kurzfristig, muss ich sagen, war es Alba Berlin. Das war eine super Atmosphäre in der Halle und ein super energisches Spiel. Da muss man sagen, da war die Intensität so hoch, das ganze Spiel. Die Fans waren dahinter, da hatten wir ja noch eine volle Halle. Das war ein super Event. Genauso besonders, wenn nicht sogar besonderer für die Organisation, war irgendwie der erste Eurocup-Sieg in Litauen. Für mich persönlich auch nochmal ein ganz besonderes Spiel, so ein bisschen nach der Verletzung so einen Moment zu haben, mich wie der alte Luki zu fühlen, so ein bisschen. Aber es war natürlich einfach eine besondere Sache, mit den Jungs das zu feiern und auch Marvin da zu sehen, was das auch für ihn und die Organisation bedeutet. 20 Punkte, 7 Rebounds, du hast es gerade angesprochen, statistisch dein bestes Spiel. Und wie ich aus nicht genannten Quellen gehört habe, hast du gerade eine Wette am Laufen. Es geht um eine ganz besondere Aktion, die du für deine nächsten Spiele planst, einen Posterdank. Was hat es damit auf sich? Viele Mitspieler machen sich immer ein bisschen lustig darüber, dass ich nicht genug Dunks mache. Eigentlich im Training passiert das relativ oft, dass da mal der ein oder andere Teammate einen einstecken muss. Und dann wird sich immer beschwert, warum ich das nicht im Spiel mache. Deswegen ist jetzt die Aufforderung, dass ich das jetzt bald auch mal im Spiel mache. Ich habe es jetzt einmal gegen Gießen versucht, aber ich glaube, das wird noch kommen in der Saison. Wir sind gespannt, wir wollen es auf jeden Fall sehen. 4 Jahre bist du jetzt in der BBL, hast angefangen in Bayreuth, warst dann in Braunschweig, bist jetzt bei uns. Wie würdest du deine Reise in der Basketball-Bundesliga bisher beschreiben? Bis jetzt, muss ich sagen, bin ich sehr überwältigt und auch froh, wie ich meinen Weg gegangen bin. Eigentlich ging es immer bergauf. Ich meine, ich spiele jetzt bei den Hamburg Towers, wir spielen Eurocup. Das ist wirklich eine ganz besondere Situation. Und angefangen in Bayreuth als 11. Mann auf der Bank hinter einem Demond Brooks, der damals All-Star war, und einem Steve Wachalski, der davor, 2 Jahre davor All-Star war, habe ich eigentlich wenig Licht gesehen. Und dann weiterzumachen, im ersten Jahr schon ein bisschen Spielanteile zu bekommen, immer mehr, dann im zweiten Jahr auch so die Rolle des Starters zu übernehmen, war halt einfach immer ein Weg, der stetig bergauf ging. Und das ist natürlich normal, dass das nicht einfach so steil weitergeht, wie man sich das auch so wünscht. Aber ich bin total froh, wo ich jetzt bin. Ich glaube, das war eine lange Reise, aber ich glaube, die ist auch noch nicht zu Ende. Und ich freue mich einfach, hier zu sein und hier zu spielen. Jetzt habe ich die erste knifflige Aufgabe für dich. Wenn ich dich jetzt bitten würde, deiner bisherigen Reise einen Film- oder Songtitel zu geben, wie würde der lauten? Also mir würde natürlich sofort einfallen Blessed von Crow, einfach weil es wirklich nichts anderes, ein besseres Wort dafür gibt, diese Erfahrung zu beschreiben, einfach Basketball zu spielen als Job. Ich habe mir das immer gewünscht und deswegen ist es umso schöner, das jetzt auch einfach auszuleben. Ich glaube, als Filmtitel würde mir fast nur die Serie Friends einfallen, einfach weil ich so viele tolle Leute kennengelernt habe auf dieser Reise und bin mit vielen Leuten immer noch so eng befreundet, die auf der ganzen Welt verstreut sind, hauptsächlich natürlich in Amerika, aber auch in den europäischen Ländern, mit denen ich irgendwie besondere Momente geteilt habe. Und ich bin einfach froh, dass ich auch durch diesen Beruf so viel gesehen habe und so viele tolle Leute kennengelernt habe. Jetzt hast du keinen Filmtitel gewählt, sondern einen Serientitel. Bist du mehr so Film- oder Serienmensch? Oder vielleicht gar nichts von beiden, weil wenn ich dich in der S-Bahn treffe, hast du immer ein Buch vor der Nase. Eigentlich lese ich. Ich lese total gerne, deswegen wäre vielleicht dann der Buchtitel besser gewesen. Aber
Ich schaue extrem wenig Fernsehen, ich spiele keine Videospiele, ich bin da eher, habe mich davon ferngehalten, um so ein bisschen mehr die Zeit besser einteilen zu können. Aber ja, wenn schaue ich lieber mal einen Film, das ist dann auch alles sehr genau ausgesucht, damit ich nicht denke, dass ich irgendwie mal so einen Abend total verplemper, sondern für mich geht es eher darum, dass ich ja, auf Empfehlungen höre, und da bin ich auch immer offen für. Falls man einen guten Film oder eine Serie kennt, dann schaue ich mir das schon gerne an. Sehr gut. Also, falls ihr eine Serie oder einen Titel kennt, schreibt dem Luki doch mal auf Instagram. Ja, Bücherwurm Luki, würde ich jetzt mal sagen, hat, bevor er in die BBL gewechselt ist, 4 Jahre auch am College verbracht. Du warst an der Columbia University, einer der Elite-Unis in den USA. Wie bist du eigentlich aus dem beschaulichen Braunschweig, wo du geboren bist und groß geworden, dann in die Millionenmetropole New York zum Studieren gekommen? Das ist eigentlich so ein bisschen dieser Weg, den wenig Leute einschlagen. Also das muss man vielleicht so im Hintergrund sagen, dass ja für einen europäischen Spieler das College relativ ein unkonventioneller Weg ist, einfach weil man bis dahin noch keinen Profivertrag unterschreiben durfte, man durfte kein Geld verdient haben, da sind ganz strikte Regularien, und ich habe mich für diesen Weg entschieden, weil ich mir diese Option einfach offen halten wollte. Ich wollte mein Abitur erstmal fertig machen, da saßen auch meine Eltern gut in meinem Nacken, und dann ging es darum, dass ich die Option hatte, ans College zu gehen oder halt hier einen Nachwuchsvertrag zu unterschreiben bei einem Verein. Da hatte ich auch ein paar Angebote, aber ich habe mich dann doch entschieden, auch an die Columbia zu gehen. Damals mein Mitspieler Maodolo, mit dem habe ich viel Kontakt gehabt und immer noch, dass wir uns ein bisschen ausgetauscht haben, weil sein Weg mal gezeigt hat, dass man auch vom College wirklich direkt in die Elite Europas oder fast in die NBA geschafft hat. Und dann gab es da halt so ein paar Talentscouts, die dann relativ schnell auf einen aufmerksam werden, einfach weil es so wenig Spieler gibt in Europa, die dafür sich qualifizieren. Ich glaube, die Regeln haben sich mittlerweile ein bisschen geändert, aber damals war das der Fall. Und ja, dann bin ich nach New York geflogen. Mit dem Stipendium in der Tasche? Mit dem Stipendium. Ich glaube, kurz vor meinem Abiball. Und bin das erste Mal in New York gewesen. Und ich glaube, für alle Leute, die schon mal in New York waren, die wissen, wie überwältigend, aber auch wie besonders das ist. Und ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe mich wohlgefühlt auch mit der Herausforderung, so viel Uni-Stress nebenbei zu haben. Und ich bereue die Entscheidung auf jeden Fall nicht. Der Campus ist unweit vom Central Park. Du hast dort Politikwissenschaft studiert und vor dir hat das dort auch, zumindest für 2 Jahre lang, der Ex-Präsident Barack Obama gemacht. Hat man von dieser ganzen Geschichte, die Uni ist ja mit einer der ältesten des Landes, gab es schon bevor es die Vereinigten Staaten gab, hat man davon so beim täglichen Campusleben, hast du da was mitgekriegt, hat man diese Historie irgendwie spüren können? Ja, also es fühlt sich so ein bisschen so ein Mix aus ein Hightech-Hogwarts, würde ich es jetzt nennen. Also die Gebäude sind alt, aber innen drin komplett mit Hightech und neu und dem besondersten Techniken, was Biologie angeht. Dann sind da nur die besten Professoren und regelmäßig kommen da Präsidenten von irgendwelchen Ländern und halten irgendwelche Vorträge. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre einfach auf dem Campus, weil man so viele verschiedene Kulturen hat. Da wird sehr darauf Wert gelegt, dass Leute aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Bundesstaaten, auch der USA zusammenkommen. Und da hat man einfach so eine besondere Lernatmosphäre gehabt. Es waren relativ kleine Kurse. Die Professoren waren alle bereit, immer wieder mit einem zu reden. Die haben alle nicht unweit des Campus gewohnt. Teilweise haben die einen nach zu Hause zu sich eingeladen, um Sachen zu besprechen, nochmal einem unter die Arme zu greifen. Ich war regelmäßig in der UN, was eine ganz besondere Sache war. Man hat dann mit den Leuten da gesprochen, die haben ihre Expertise weitergegeben. Also es war wirklich so eine Atmosphäre, wo man einfach wusste, da passiert etwas Besonderes und nachhaltig. Und ich habe auch zu vielen Leuten Kontakt, die wirklich schon eine ganz steile Karriere eingegangen sind. Das ist dann auch einfach schön zu sehen. Ne? Du hast dort auch den Grundstein für deine Basketballkarriere gelegt, hast, wie gerade schon angesprochen, mit Maodolo gleich im ersten Jahr das CIT gewonnen und hast dann
deine besten Statistiken ja im vierten Jahr aufgelegt, warst Top-Rebounder von der Ivy League, also von allen Elite-Colleges. Hattest du zu dem Zeitpunkt den Traum, dass es vielleicht auch mit der NBA klappen kann? Ich glaube, dieser Traum war mal da, aber ich habe immer nicht so weit geschaut. Es war so ein kleiner Reality-Check, darüber zu kommen und einfach diese Masse an Spielern zu sehen, die talentiert ist, die auf dem ähnlich gleichen Niveau ist. Und ich habe mich dann immer versucht, über andere Qualitäten versuchen zu definieren. Also eine Form von, ich war Teamkapitän, also inwiefern kann ich dem Team helfen? Wie kann ich meine Mitspieler besser machen? Was sind die kleinen Dinge, die vielleicht manch andere Spieler nicht haben? Viele Leute können gut werfen, das war auch immer eine Stärke von mir, aber man musste am College so ein bisschen etwas entwickeln, was dich als Spieler besonders gemacht hat und abgehoben hat von den anderen Spielern. Und da war dann der Traum mit der NBA fast ein bisschen zu weit, muss ich sagen, wo ich gesagt habe, ich bin echt froh, wenn ich diesen Schritt nach Europa mache und da meinen Traum weitergehe. Es war auch eine Sache von Familie und privatem Umfeld, dass ich sage, ich würde ganz gerne wieder näher nach Hause kommen und war jetzt lang genug mal weg. Und Maodo hat das beste Beispiel gegeben, der wirklich eine der besten Spieler fast am College war und es trotzdem nicht ganz in die NBA geschafft hat. Deswegen war der Traum vielleicht doch ein bisschen weiter weg. Also ging es für dich zurück nach Deutschland. Du hast es geschafft, dich in der BBL durchzusetzen, warst zweitbester deutscher Scorer letztes Jahr bis zu deiner Verletzung. Die hast du jetzt auskuriert. Du hast es auch 2020 in die Nationalmannschaft geschafft. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hast da dein Debüt gegeben. Wo soll es denn sportlich für dich jetzt noch hingehen in Zukunft? Ich bin gespannt, wo es noch hingeht. Ich versuche einfach, den Spaß nicht zu verlieren am Basketball. Das ist für mich der wichtigste Faktor. Ich habe immer mir selber gesagt, dass ich diesen Sport nur so lange mache, wie ich Spaß habe. Und ich bin jetzt nicht der Mensch, der unbedingt noch in Europa die letzten Touren mit 34, 35 irgendwo abklappern muss, um einfach nochmal zu spielen, sondern für mich geht es halt einfach darum, dass ich jede Menge Spaß habe und ich habe das im Moment sehr. Ich genieße das sehr, hier in Hamburg zu sein. Ich genieße das, mit den Jungs zu spielen, noch sehr viel dazu zu lernen, auch von dem guten Trainer, den wir hier haben, mit dem guten Trainer gespannt. Und versuche einfach jetzt für die nähere Zukunft, sage ich jetzt mal, meine Leistungen wieder so ein bisschen konstanter zu halten. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass nach so einer Verletzung ein halbes Jahr raus, das nicht alles so einfach ist, wie man sich das wünscht. Und das habe ich mir, glaube ich, auch ein bisschen anders vorgestellt teilweise. Aber da musste ich das so akzeptieren, wie es ist. Und ich glaube, da jetzt so ein bisschen Konstanz finden, was immer besser wird, ich finde immer besser rein, ist das in der näheren Zukunft dann so ein bisschen, glaube ich, die Frage von, kann ich das weiter abrufen, kann ich da wieder diese Leistung abrufen, die ich auch in Braunschweig abgerufen habe. Und das, da habe ich das Vertrauen in mich selber und ich glaube, viele Leute auch in mich, deswegen bin ich da relativ guter Dinge. Ich denke auch, dass deine Reise noch ein bisschen weitergehen wird. Muss ja keine andere Station sein, kann auch gerne noch länger in Hamburg sein. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Und apropos Reise, du hast vorhin schon mal die Serie Friends angesprochen. Ich habe mir auf meinem schlauen Titel hier Herr der Ringe ist die Gefährten notiert und wollte dich auch noch einmal zu dem Thema fragen, wie wichtig es für dich ist, dass du auf dem Weg der sportlichen Herausforderungen immer die richtigen Mitspieler auch an deiner Seite hast. Hier bei den Towers scheinst du dich ja gerade mit Robin und mit Justus sehr, sehr gut zu verstehen. Kanntet ihr euch vorher schon oder habt ihr euch hier in Hamburg so richtig erst kennengelernt? Justus kenne ich wirklich schon ein bisschen länger. Wir haben uns mehrere Sommer schon getroffen, miteinander trainiert. Es hat eigentlich auf einer sehr professionellen Ebene angefangen und ich war halt einfach von Anfang an begeistert, wie er spielt. Also ich habe ihn schon in der Pro A gesehen, ich habe ihn in der NBBL gesehen, in der Pro B gesehen und habe ihm einfach immer wieder ein paar Tipps gegeben. Ich meine, ich bin nicht viel älter, aber ein bisschen mehr habe ich dann doch von der Basketballwelt schon gesehen. Und deswegen war das dann einfach nur eine super Sache, dass wir jetzt auch hier zusammenspielen können. Er ist ein super, super cooler Typ abseits des Feldes. Und ich spiele auch sehr, sehr gerne auf dem Feld mit ihm, weil er doch wirklich
extrem gute Entscheidungen trifft für sein Alter, aber auch einfach ein wichtiger Teil unserer Mannschaft ist. Robin habe ich tatsächlich vorher nicht so gekannt. Ich habe ihn immer nur als Gegenspieler gekannt und fand ihn da eigentlich... Wahrscheinlich sehr anstrengend, oder? Ich fand ihn wirklich richtig nervig, muss ich sagen. Also es hat überhaupt gar keinen Spaß, gegen ihn zu spielen. Sobald er frustriert war, hat man mal einen Ellenbogen in die Rippen kassiert. Das passiert im Training manchmal noch, aber vor allen Dingen hat er im Testspiel bei Braunschweig damals noch mit Fechter nach seiner Verletzung direkt erstmal einen Game-Winner gegen uns geworfen. Und eigentlich dachte ich, der kann nicht so gut werfen, aber man merkt, dass er kann es doch. Und vor allen Dingen auch er ist wirklich ein Mensch, der abseits des Feldes extrem viel zu bieten hat. Und das ist besonders, dass man mit den Leuten nicht nur über Basketball reden kann, sondern doch auch über private Themen oder halt auch mal weltbewegende Themen, die einen nicht ganz kalt lassen. Und da bin ich extrem froh, dass ich die beiden im Team habe. Ja. So ernst soll es jetzt gar nicht werden, aber weil es vorhin schon so gut mit dieser Titelfrage geklappt hat, nochmal die Frage, wenn du eurem Trio jetzt einen Bandnamen verpassen müsstest. Also wir müssen auf jeden Fall was richtig... Gibt es eine deutsche Band, die so in Oldschool ein bisschen ist? Die Beginner. Die Beginner, ja. Ist das nicht hamburgerisch auch noch angetascht oder ist das berlinerisch? Nee, Hamburg. Hamburg, ja. Hamburg. Ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Vielen Dank, Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast an deinem freien Tag. Gerne. Dass wir dich ein bisschen hier in die Halle zwingen durften. Es hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Und viel Erfolg noch für den Rest der Saison. Danke.